Es sind noch 8 Tage bis zum offiziellen Release von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Und was bedeutet das? Ganz genau, heute wurde das erste Update fürs Spiel released. What? Ja, Patch 1.1.0 wurde heute offiziell veröffentlicht und ist verfügbar für all diejenigen, die das Spiel bereits besitzen und auf ihrer Konsole spielen, wie auch immer sie so früh an eine Kopie des Spiels kommen konnten. Was genau dieser Patch nun am Spiel verändert oder hinzugefügt hat und was Dataminer aus dem Code dieses Patches entnehmen konnten, all das möchte ich euch heute in diesem Video erzählen. Los geht's. Okay, sprechen wir erstmal über die Inhalte, die offiziell schon so angekündigt wurden. Was genau fügt dieser Patch nun hinzu? Nun erstmal schaltet dieser Patch diverse Kommunikations- und Multiplayer-Features frei. So könnt ihr erst mit diesem Patch zum Beispiel mit anderen Leuten im Untergrund interagieren oder auch gemeinsam an Wettbewerben teilnehmen. Außerdem fixt der Patch diverse Grafikglitches und fügt fehlende Animationen und Effekte hinzu. Unter anderem auch endlich einen Titlescreen und ein Intro sowie ein Outro. Bisher war es nämlich so, wenn man das Spiel gestartet hat, dann gab es einen schwarzen Bildschirm, dann wurde das Logo eingeblendet und darunter stand Spiel starten. Eine Animation und gar nichts. Außerdem hat der Patch einigen Postgame-Content zugänglich gemacht, wie zum Beispiel den kürzlich auch offiziell angekündigten Hamanasu-Park. Der Hamanasu-Park wird ja der Ersatz für den Park der Freunde sein und auch der Ort sein, an dem wir diverse legendäre Pokémon fangen können. Wer jedoch vor dem Release des Patches versucht hat, in diesen Park zu gelangen, selbst wenn er das Spiel bereits durchgespielt hat, der durfte dann einfach nur dabei zusehen, wie das Spiel abstürzt, weil besagter Postgame-Inhalt noch nicht enthalten war. Darüber hinaus hat der Patch noch ein paar kleine Anpassungen an Trainern im Spiel vorgenommen. Unter anderem hat er auch die EV-Verteilungen einiger gegnerischer Pokémon abgeändert. Außerdem wurde der KP-Balken in dem Spiel angepasst. Aktuell ist es nämlich so, wenn ein gegnerisches Pokémon besiegt wird, dann sinkt der KP-Balken so schnell auf 0, dass man kaum sieht, wie er sich überhaupt bewegt. Ich halte es immer noch für eine Hommage an die Originaltitel, wo sich der KP-Balken einfach mega langsam bewegt hat. Die Animation wurde jetzt ein bisschen angepasst, dass es nicht zu abrupt aussieht. Und durch diesen Patch ist es auch nun wieder möglich, dass entwickelte Pokémon die Attacken lernen können, die exklusiv für ihre Vorstufen bestimmt sind. Hier ein kleines Beispiel. Fukano erlernt auf Level 56 Flammenblitz, Akani lernt diese Attacke aber nicht per Levelaufstieg. Das bedeutet, früher war es so, wenn ihr Fukano zu Akani entwickelt habt, bevor es diese Attacke gelernt hat, konnte Akani per Level-Up zumindest keinen Flammenblitz mehr lernen. Seit der 8. Generation ist es aber nun so, dass ihr diese Attacken, die sonst nur die Vorstufe lernt, auch den weiterentwickelten Pokémon beim Attackenerlerner beibringen könnt. Und das wird auch in den Remakes möglich sein. Es wurde auch schon angekündigt, dass in Zukunft noch weitere Updates folgen sollen, unter anderem, dass dann auch mehrere Leute zeitgleich im Connex Club miteinander interagieren können, doch genauere Infos sind dazu noch nicht bekannt. Doch dieser Patch hat noch einige andere Inhalte umfasst, die sich Dataminer natürlich direkt mal angeschaut haben und somit sind diverse weitere Infos und Leaks zu den Spielen gestern bekannt geworden. Das Ganze umfasst Shiny-Infos sowie Postgame-Features und noch weitere Dinge. Falls ihr dazu nichts hören und euch lieber überraschen lassen möchtet, natürlich hier wieder eine große Spoiler-Warnung. Nichts von dem, über was ich jetzt spreche, wurde bisher offiziell mit uns geteilt. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Legen wir los. Also sprechen wir als erstes über einige neue Infos zum Thema Shinies und Shiny Hunting. Und zwar wurde hier eine Entscheidung getroffen, die auch schon in Schwert und Schild getroffen wurde, nämlich dass Pokémon in der Overworld niemals als Shiny erscheinen, sondern ihr seht erst, ob es sich um ein Shiny-Pokémon handelt, wenn der Kampf beginnt. Habt ihr allerdings ein Shiny-Pokémon in eurem Team und lasst dieses aus seinem Pokéball heraus, sodass es euch in der Oberwelt hinterherläuft, dann wird das Modell des Pokémons auch als Shiny dargestellt. Außerdem gibt es eine sehr merkwürdige Info, was den Schillerpin betrifft. Der Schillerpin ist ein Basis-Item, das für gewöhnlich in den meisten Situationen die Chance, einem Shiny-Pokémon zu begegnen, verdoppelt. Und natürlich ist auch der Schillerpin in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle enthalten. Allerdings ist dieser aktuell sehr in seinem Umfang beschränkt. Nach aktuellem Stand ist es nämlich so, dass wir in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, genau wie in allen anderen Pokémon-Spielen ab der 6. Generation, eine Standard-Shiny-Chance von 1 zu 4000
1096 haben. Das ist übrigens doppelt so hoch wie damals in den DS-Originalspielen. Allerdings wirkt sich der Effekt vom Schillerpin aktuell nur auf Pokémon aus, die aus Eiern schlüpfen. Das bedeutet, wenn ihr Shiny breedet, habt ihr mit dem Schillerpin die erhöhte Shiny-Chance, aber ansonsten scheint dieser in keinem anderen Bereich des Spiels zu funktionieren. Ich denke ehrlich gesagt, dass es sich hierbei noch um einen Fehler handelt, der mit einem weiteren Patch behoben wird. Ansonsten wäre das ziemlich mies, wenn ich ehrlich bin. Doch es gibt auch endlich ein Update zum Shiny Hunting im Untergrund. Wie viele schon erwartet haben, wird der Untergrund eine eigenständige Shiny Hunting Methode bieten. Und diese hängt zusammen mit den grünen Jade-Statuen, die ihr bei euch in der Geheimbasis aufstellen könnt. Und zwar scheint eine Jade-Statue die Chance zu verdoppeln, einem Shiny-Pokémon im Unterschlupf zu begegnen. Das bedeutet, ihr habt standardmäßig im Unterschlupf eine Chance von 1 zu 4096 einem Shiny zu begegnen. Und stellt ihr eine Statue auf, verdoppelt sich diese auf... Oh ja, mal nachrechnen, Moment. Auf 1 zu 2048. Gott, das ist unangenehm, das schneide ich raus. Es ist noch nicht eindeutig bestätigt, dass sich die Chance noch weiter erhöht, je mehr Jade-Statuen ihr in eurer Geheimbasis aufstellt, aber so wird grundsätzlich das Shiny-Hunting im Unterschlupf funktionieren. Was ehrlich gesagt ziemlich nice klingt, vor allem wenn wir berücksichtigen, dass wir ja auch mit mehreren Spielern gleichzeitig im Untergrund agieren können. Ich bin gespannt, ob man dann wirklich so ein bisschen Koop Shiny-Hunten kann. Zum Thema Shiny-Hunting gab es die letzten Tage generell sehr viele neue Infos zu dem Spielen. Ich würde dazu eigentlich gerne auch ein eigenes Video machen für alle Shiny-Begeisterten unter euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch so ein Video über Shiny-Pokémon vor dem Release der Spiele interessieren würde. Außerdem hat der Patch zwei Ingame-Events geupdatet. Dataminer haben ja schon vor einigen Tagen entdeckt, dass sich das alte Shaymin und Darkrai-Event in den Spielen befindet. Manch einer von euch wird jetzt vielleicht sagen, Moment, ich dachte, mysteriöse Pokémon kriegt man nur per Geheimgeschenk auf einem Silbertablett serviert. Aber dazu müsst ihr wissen, dass man damals zu den DS-Spielen eine Sache in die Verteilung von mysteriösen Pokémon gesteckt hat. Nämlich Mühe. Und somit hat der neue Patch das Shaymin und Darkrai-Event komplett spielbar gemacht. Allerdings scheint es so zu sein, dass auch wenn diese Events im Spiel sind und auch definitiv spielbar sind, man nicht direkt die Möglichkeit haben wird, sie zu spielen. Ich vermute mal, dass uns da dann in Zukunft per Updates weitere Events erwarten, sodass wir diese Events dann mitnehmen können. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass sie wieder richtige Events und mysteriöse Pokémon spinnen. Darüber hinaus gab es noch weitere Updates, zum Beispiel zum Thema Schwarm-Pokémon. Schwarm-Pokémon sind besonders seltene Pokémon, die sich jeden Tag ändern und dann auf einer bestimmten Route in der Region vermehrt auftauchen. Und das wird euch in den Remakes auch sehr deutlich signalisiert. Sollten sich nämlich Schwarm-Pokémon auf eurer Route aufhalten, seht ihr diese tatsächlich sogar in der Overworld. Allerdings wird kein Kampf gestartet, wenn ihr direkt in eines dieser Pokémon reinläuft. Das ist nur eine Animation, das richtige Pokémon findet ihr nach wie vor im hohen Gras. Aber es ist auf jeden Fall eine solide Methode, um zu wissen, ob ein Schwarm-Pokémon gerade aufgetaucht ist oder nicht. Wie ihr wisst, kehrt ja nun auch der Pokeradar zurück, mit dem wir weitere seltene Pokémon in Sinnoh finden können und auch dazu gibt es ein paar Updates. So wird man zum Beispiel mit dem Pokeradar die Möglichkeit haben, Pokémon mit ihrer versteckten Fähigkeit zu finden. Wenn ihr den Pokeradar benutzt, dann wackeln diverse Grasbüschel, sodass ihr wisst, wo sich diese Pokémon aufhalten. Im Gegensatz zu den Originalen wackeln diese jedoch nun konstant und nicht nur einmalig, sodass das Ganze kein Memory-Spiel mehr wird, wo ihr euch erinnern müsst, wo gerade der entsprechende Grasbüschel war. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Änderung, wie ich finde. Ein weiteres Quality of Life Feature, das aus Pokémon Schwert und Schild übernommen wurde, ist die fehlende Begrenzung von Vitaminen. Ihr kennt ja diese ganzen Vitamin-Items wie KP+, Protein, Eisen und so weiter. Jedes dieser Items steigert die Statuswerte eurer Pokémon um 10 EVs. Und ihr wisst ja, 4 EVs geben auf Level 100 plus 1 auf dem Statuswert und so weiter. Und man kann ja 252 EVs auf einem Statuswert verteilen. Bis zur 7. Generation war es jedoch so, dass man mit den Vitamin-Items maximal 100 von diesen 252 EVs auf einen Statuswert packen konnte. Habt ihr bereits mehr als 100 EVs darauf, funktionieren die Items nicht. Das wurde mit Schwert und Schild geändert. Ihr könnt alle 252 EVs, wenn ihr möchtet, mit den Vitamin-Items aufstocken und das wird auch in den Remakes der Fall sein. Allerdings kommen wir jetzt zu einer Sache, die viele Leute sicherlich ärgern wird. Ein weiteres Feature, das nämlich aus Schwert und Schild übernommen wurde,
ist der 20-Minuten-Timer. Genau genommen wurde das ja mit Let's Go Pikachu und Evoli eingeführt, aber nichtsdestotrotz. Wenn ihr nämlich standardmäßig mit anderen Spielern kämpft, hat jeder Kampf ein Limit von 20 Minuten, was gerade bei der Competitive-Szene im Einzelkampf auf ziemlich große Abneigung stößt. Denn Einzelkämpfe im 6 gegen 6 Format gehen definitiv nicht selten länger als 20 Minuten und so werden damit viele Kämpfe vorzeitig unterbrochen. Mich persönlich stört das ehrlich gesagt nicht, ich spiele lieber Doppelkämpfe, aber es ist definitiv eine Begrenzung, die keinen Sinn macht. Warum übernehmen sie diesen 20-Minuten-Timer und geben einem nicht die Möglichkeit, selber eine Spielzeit auszuwählen? Ich verstehe es nicht, ich finde es nicht gut, aber der 20-Minuten-Timer ist zurück. Kommen wir jetzt aber nochmal zu einer recht netten Sache, und zwar wird es natürlich auch in diesen Spielen wieder das Entwicklerstudio im Spiel geben. Ihr wisst ja, man konnte bisher in jeder Pokémon-Edition irgendwo quasi das Game Freak-Studio besuchen. Gut, in diesem Fall wird das Spiel nicht von Game Freak entwickelt, aber dennoch gibt es hier ein Entwicklerstudio. Und auch in Sinnoh gibt es ein solches Gebäude. Dieses ist das Hotel Prachtsee, was sich über die Route 213 erstreckt. Dort drin könnt ihr dann auch zwei Chibi-Charaktere finden, die an Ken Sugimori und an Junichi Masuda angelehnt sind. Die stehen dann dort zusammen auch mit ihren Lieblings-Pokémon Gengar und Anton, was ziemlich cute ist, wenn ich ehrlich bin. Und von diesen bekommt ihr auch sehr nice Items. Habt ihr nämlich den Sinnoh-Dex vervollständigt, bekommt ihr von der Person mit dem Gengar, also von Ken Sugimori, den Fangpin, der die Chance erhöht, sogenannte Super-Catches zu landen, mit denen ihr einfacher Pokémon fangen könnt. In den Remakes wurde außerdem noch ein weiterer NPC in das Gebäude eingebaut, von der ihr dann den DS-Player erhaltet, sobald ihr Champ der Pokémon-Liga geworden seid. Und mit dem DS-Player könnt ihr die Musik der Remakes durch die originalen Nintendo DS-Musik ersetzen, was eine Sache ist, die ich großartig finde. Es ist unglaublich, wie viele Infos wir aktuell tagtäglich zu den Spielen erhalten. Es ist nur noch fast eine Woche hin, bis die Spiele endlich erscheinen. Ich persönlich kann es nach wie vor kaum erwarten. Was ist eure Meinung zu der ganzen Sache mit dem Patch, mit den neuen Infos? Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr die News der letzten Tage eventuell verpasst haben solltet, habe ich alles dazu nochmal in diesen beiden Videos zusammengefasst. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.